Die Adventszeit und Weihnachten gelten als Familienfest schlechthin. Aber ohne Eltern feiern? Für viele von uns undenkbar. Im Greiskinderhaus in Straubing jedoch ist dies für einige Kinder Realität. Gabi zum Beispiel wird auf jeden Fall schon den 6. Dezember, den Nikolaustag, mit ihrer Heimgruppe verbringen. Das Mädchen lebt seit 2 Jahren hier. Wir gehen zum Nikolaus in so eine Halle zu der Bundeswehr und da feiern wir. Bist du auch mal im Urlaub bei deiner Mama oder so? Manchmal. Meine Mama besucht mich nicht so oft. Gabis Bruder Miro wohnt gleich nebenan in einem Viererzimmer. Wie oft und wie lange die Kinder nach Hause dürfen, hängt vor allem vom Verhältnis zu den Eltern und deren Wohnsituation ab. Wenn es recht gut läuft, dann ist es so, dass die Kinder bei uns 14-tägig von Freitag bis Sonntag beurlaubt werden können. Also jetzt 2. Wochenende. Wenn es nicht so gut läuft, halt dann kürzer und zusätzlich noch einen Großteil der Ferien. Andere Kinder haben aber weniger Kontakt zu den Eltern. Das werden teilweise auch nur bei uns im Haus für wenige Stunden besucht. Eva hat mit ihrer Mutter, die etwas weiter weg wohnt, fast nur telefonisch Kontakt. Einmal pro Woche. Der 11-Jährigen gefällt es im Heim ganz gut. Vor allem, wenn Shopping angesagt ist. Denn 2-mal im Jahr bekommt jedes Kind eine Finanzspritze von 200 Euro. Wir kriegen alles, was wir haben wollen. Naja, fast alles. Weißt du nicht irgendwann, jetzt haben wir kein Geld mehr oder so? Wir kaufen schon so relativ ein, dass wir wissen, wann Schluss ist. Von den insgesamt 400 Euro pro Jahr müssen nämlich auch Schuhe, Sportklamotten für die Schule und Markenklamotten für die älteren Kinder bezahlt werden. Auch Sportgeräte wie zum Beispiel Ski benötigt das Kinderhaus. Denn Ausflüge und Urlaube gehören zu den Lieblingsbeschäftigungen der Kids. Was machst du dann immer hier? Also Hausaufgaben machen, spielen, gehen wir raus und macht man gemeinsam Spiele und macht man Ausflüge. Am Freitag da machen wir keine Hausaufgaben, sondern da fahren wir immer entweder zum Spielplatz und wir haben da so ein Punktesystem, wer 10 Punkte hat, wird auf die Liste aufgeschrieben und jeden Freitag darf dann einer sagen, wo wir hinfahren. Auf Spielplätze oder ins Schwimmbad. Was war der beste Ausflug, den ihr bis jetzt gemacht habt? Italien. Eine Woche lang, oder wie? Eine Woche lang. Die Kinder zum Sportverein bringen und abholen, Kontakt zu den Lehrern halten und Geburtstag feiern. Das alles übernehmen die Betreuer. Im Straubinger Kinderheim sind das Nathalie Koller und 11 ihrer Kolleginnen. Insgesamt sind sie momentan für 39 Kinder zuständig. Die Altersspanne ist etwas niedriger geworden. Vor ein paar Jahren haben wir noch sehr viele Jugendliche gehabt, also das ist jetzt tendenziell momentan zurückgegangen. Und zum anderen ist es so, dass in den letzten Jahren die Zahl der Inobhutnahmen, also der Notfallaufnahmen, angewachsen ist. Auch die 2 Kaninchen, Hänsel und Gretel, haben in Kollers Büro ein Zuhause gefunden. Sehr zur Freude der Kinder.